So, da sind wir wieder am Start. Matty Kotletti spielt The Legend of Zelda vom NES damals. Und jetzt muss ich mich erstmal richtig konzentrieren. So, letzter Dungeon steht an. Bomben habe ich in der Tasche. Soweit, so gut. Natürlich wird es hier dunkel. Aber ich kenne das hier zum Glück noch. So, mit ein bisschen Glück kommen wir da durch. So, da wollen wir nämlich als erstes rein. Da haben wir sehr viel Glück gehabt, dass wir gleich unser Leben wiederbekommen haben. So, gehen wir mal in den Tunnel. Wie war denn das hier nochmal? Moment, man musste in den Teleporter reingehen und dann... Ah, ich glaube hier durch. Und noch. Hier ging es, glaube ich, runter. Ja. Hier sind wir richtig. So, da hätten wir auch die nächste Bombe bekommen. Okay, hätte man sich auch sparen können. Aber egal, was man hat, hat man. So, den lassen wir einfach mal in Ruhe. Katsching. Karte. Hier gibt es, glaube ich, die Karte. So, da müssen wir außen die Dinger kaputt machen. Das ist natürlich nicht so schön. Ich bin da erstmal reingebrannt, weil ich dachte, das geht auch so. Okay. Mal überlegen. Ich glaube, ganz oben in der Ecke gab es den roten Ring. Das heißt, wir müssen hier nach oben. Können wir hier nach oben? Ja. Hier kann man fast jede Wand einsprengen in dem Ding. Ah, scheiße! Der hat uns echt das Schild genommen. Tja, müssen wir gleich nochmal raus. So, keine Chance in dem Dungeon. Aber gar keine. Du blödes Arschgesicht, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Egal, wir holen uns noch den Ring, dann versuche ich hier wieder rauszukommen. Jetzt können wir hier nichts mehr blocken. Oh, das war echt lebensrettend hier jetzt, gerade in dem Augenblick. Okay. Und wie lebensrettend das hier erst ist. Ja, scheiße. Die ganze Vorbereitung für die Katz, nur weil der blöde Typ das Schild weggefressen hat. Unglaublich. So, jetzt muss ich wieder zurück. Das ist zum Glück relativ einfach. Da werde ich nämlich einfach meiner Spur des Todes folgen hier. Ja, nehmen wir mit. So, gehen wir wieder hier nach links. Ich laufe einfach durch.
hat der Scheiß, sagt mein Schild, gefressen wegen dem, ihr wisst schon, wegen der Sonne. So was Garstiges. Aber das ist mir echt schon ewig nicht mehr passiert. Wir können keine Feuerbälle mehr reflekten. Okay, macht nichts. Solange wir hier irgendwie lebend rauskommen, kein Thema. Das Problem ist, dass die ganzen Typen jetzt durch uns durchschießen können. Ich bin kurz davor, einen Zaubertrank zu zünden. Einfach wegen Sicherheit. Obwohl, es geht eigentlich. Man ist ja schnell da oben. Okay, wo kriegen wir... Aua. Ja. Ich bin jetzt so gewohnt zu blocken und es geht halt nicht mehr. Das Problem ist, wir haben gar keine Kohle für ein Schild. Jetzt müssen wir auch noch farmen gehen. Das habe ich mir natürlich alles ganz anders vorgestellt, wie ihr euch sicherlich vorstellen könnt. Okay, egal. Müssen wir jetzt durch. Da vorne gibt es auf jeden Fall das günstige Schild, aber günstig bedeutet in diesem Fall immer noch 90. Gibt ja auch 130 und 120 und 160, glaube ich, sogar auch. Aber wir nehmen natürlich das günstige. Die machen auch alle keinen Unterschied. Das ist einfach nur, wenn man das andere nicht findet, dann muss man das halt teuer kaufen. Ach, Scheiße. Ich wollte schon wieder blocken. Mann, Mann, Mann. Wenn man das einmal gewohnt ist, jetzt hier so nach ein paar Stunden spielen, dann ist das total krass, wenn man auf einmal dieses Schild nicht mehr hat. Naja, wir brauchen ja nicht mehr viel. 15 noch. Wollen wir mal gucken. Okay, hier war so eine Tante. Das brauchen wir zum Glück nicht mehr. Ich muss auf jeden Fall darauf achten, dass ich noch einen Zaubertrank habe, wenn wir bei Ganon die Tür eintreten. Also, ich habe es mal hinbekommen. Das erste Mal, als ich bei ihm war, da habe ich ihn besiegt, hatte ein halbes Herz über, die Geschichte erzähle ich immer wieder gerne, und ich gehe in den nächsten Raum rein und renne in so ein Feuer rein und bin tot. Könnt ihr euch das vorstellen, wie ärgerlich das war? Ich dachte so, Endboss geschafft, okay, alles vorbei, war aber nicht so. Und ich glaube, so ein Fleisch brauchen wir gar nicht mehr kaufen. Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, man brauchte das nur ein einziges Mal in Level 7. Ich glaube, im zweiten Durchgang braucht man da mehr von. So, 8 Taler fehlen uns nur noch. Und ich krieg die einfach nicht. Ich krieg aber auch keinen einzigen Cent aus denen rausgeprügelt, ne? Ist doch unglaublich. Da vorne hätte ich jetzt das Schild kaufen können und uns fehlen immer noch 8 Rubies hier. Was ist denn los, ey? Ich krieg keine Drops mehr. Achso, ich mache erstmal was ganz anderes. Ich mache jetzt erstmal ein Safe State. Quick.
Save State. Save Oldest. So. Weil ich die ganze Zeit noch nicht gespeichert habe. Alter, da stand gerade keine Rückmeldung. Ich hätte gerade fast einen Herzinfarkt gekriegt. Also nicht, dass ich... Ich werde halt nicht laden, wenn wir sterben. Dann ist das halt so. Aber wenn mir hier irgendwas abkachelt oder so, dann können wir halt an der Stelle weitermachen. Ich denke mal, das ist ein fairer Deal. Wie viele Minuten ich hier damit schon wieder verschwende, nur weil der blöde Affe mein Schild gefressen hat. Das ist unfassbar. Unfassbar, wegen dieser Kacksonne. Ich nenne die immer Sonne. Ich weiß nicht, was es ist, aber ihr wisst, was ich meine. Diese komischen, strahlenden Dinger, die aussehen wie eine Sonne halt. Da, dam, da, da, dam, 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 da, da. Ich hab das Geld beisammen. Dam, dam, da, dum, da, dum, da, dum, da, dum, dum. Komm her. Stirb. De, 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 de. Oh, ich hab's ja gleich geschafft. Einmal rechts, einmal oben. Und dann sind wir auch schon da. Und dann müssen wir uns noch ein bisschen Taschengeld organisieren, bevor wir in den Dungeon gehen, weil ich halt die Pfeile brauche. Damit wir Pfeile schießen können. So, jetzt sind wir endlich wieder komplett. Matti Kompletti. Kotelettstanze. Equipped. Und hat 5 Rubis in der Tasche. Den will ich haben. Guckt mal, jetzt ist das Triforce hier wieder in der Mitte. Das war vorhin, als ich gucken wollte, nicht da. Wahrscheinlich, weil ich im Dungeon war, ne? Das kann sein. Jetzt bin ich hier vor lauter Freude in so ein Ding reingerannt. 12 Pfeile reicht eigentlich, um den Endgegner zu schaffen. Ich glaube, de facto braucht man einen. Wenn ich mich nicht irre, war das so, dass ich den mit dem Master Sword einfach haue. Und, ne, wisst ihr Bescheid. Das war's dann. Also da muss ich halt einmal ihn mit dem Sonderpfeil treffen und den holen wir uns jetzt. Da weiß ich zum Glück noch, wo es den gibt. Den gab's oben links. Oben rechts gab's den Ring. Oben links gibt's die Silberpfeile. Wenn das mal überhaupt Silber ist oder Lichtpfeil. Ich glaube, hier ist es noch Silber. Später ist es ja immer der Lichtpfeil. Ich mache die gerade einfach mal so tot, weil ich noch auf ein bisschen Kohle hoffe. So. Auf ein neues. Nach oben, nach links, nach oben. War jetzt suboptimal, aber wir sind ganz gut durchgekommen. So, da wollen wir wieder rein. Alle anderen Wege vom Start aus sind eine Sackgasse. Also die bringen einen nicht wirklich weiter. Wenn man Schlüssel sammeln muss und so, dann schon. Aber hoch. Sonst nicht. Das war schon wieder total dämlich. Egal. So, ihr blöden Facker, ne? So, mal überlegen. Ich bin da. Ich muss noch nach rechts und nach oben. Und dann komme ich, glaube ich, unten links raus. Ich glaube, ich muss noch einen weiter. Ja, bei dem blöden Vieh durch die Tür. Ich weiß nicht, wie man den am besten macht hier. Ich steche mal einfach wild um mich.
Es geht in der Regel ganz gut. Go to the next room. Ja, das ist schon der Hinweis. Das sagt mir auch auf jeden Fall, dass wir hier richtig sind. Da müssen wir nämlich jetzt hier durch. Rechts waren wir schon, wegen dem Ring. Und hier müsste ein Teleporter sein. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Der Blaue ist im Alter. Bewegt sich hier wie so eine Schachfigur. So, hier sollten wir irgendwo unterm linken Auge rauskommen. So grob. Ja, das ist korrekt. Okay. So, wir müssen nach links oben. Diese schwarzen Räume, die fand ich damals immer total unheimlich als Kind. Ich kann euch gar nicht erklären, warum. Oh, hier haben sie mal alles aus dem NES-Prozessor rausgeholt hier. Guckt euch das an. So, und ich glaube, ich musste erst hier rein, weil man hier nach oben kommt und oben gab es die Silberpfeile. Und wenn man die nicht hat, dann ist dann kommt man beim Endboss halt nicht weiter. Ja, hier sind wir genau richtig. So, hier müsste es nach oben gehen. Wollen wir mal gucken, ob das stimmt. Ja. Ich komme ja letztlich doch ans Ziel hier. Da haben wir nochmal 5 Schuss eingesammelt. Hier nochmal einen. Okay. So, wollen wir mal gucken, was das für ein garstiger Raum ist hier. Geht eigentlich. Ich hau einfach drauf. Hier kann ich eh nichts machen mit den Sonnen. Außer Daumen drücken. Bleibst du mal stehen, bitte. So, das ist das, was ich brauche hier. Das letzte Item. So, wieder zurück. Komm schon. So, jetzt müssen wir nach oben. Oh, Säcke. Schön vorsichtig und immer wegschubsen, wenn es geht. Ihr habt gesehen, dass man da einfach mal 10 Minuten Gold, also Rupies farmen muss, wenn die einem das Schild weggefressen haben. Ohne Schild hat man hier drin verloren. Okay, ich bin nach oben gegangen. So, ich muss neben den Schädel. Uah. Nein, nein, Alter. Nur weil ich zu faul bin, das Licht anzumachen. Übrigens hört ihr hier schon den Endgegner neben uns. Aber da kommen wir jetzt noch nicht hin. So, wir müssen hier abbiegen. Glaube ich. Oder gehe ich nochmal einen höher? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, neben dem Auge war es. Scheiße. Was mache ich hier eigentlich? Ich muss das gar nicht machen. Egal, weil ich es kann. Und weil wir noch so gut im Saft stehen hier. Und weil ich mir irgendwie erhoffe, dass es hier irgendwas Cooles gibt. Es gibt gar nichts, nur Ruhm. So, das müsste wieder... Aua. Das müsste ein Teleporter sein.
da unten, das ist eine Sackgasse. Und zwar eine richtig üble. Da gehen wir auf keinen Fall hin. So, ich glaube, wir sind gleich da. Jetzt müssten wir eigentlich nur noch... ich glaube nur noch nach nebenan. So ungefähr zumindest. So, wir sind jetzt oben in der Mitte. Genau, jetzt müsste hier eigentlich... Ach so, oder nebenan. Ich glaube nebenan. Genau, da gibt es den letzten Teleporter und der ist echt hart hier. Ah ne, geht sogar so. Alter, aber nicht mit den komischen Viechern. Jetzt nehme ich mir auf jeden Fall den Zauberstab in der Hand, für den Fall, dass wir das Schwert nicht benutzen können. Ich werde jetzt einfach alle außer Distanz machen. Wir sind nämlich gleich beim Endgegner. Nein! Oh, Glück gehabt. Wo habe ich mich erschreckt? Jo, wir sind unterm Endboss. Okay. Das schaffen wir. Ein Herz haben wir noch bekommen. So, Leute. Und guck mal, von dem ganzen Level braucht man nur das Stück hier kennen. Der Rest ist alles optional. Oder man muss da halt hingehen, wenn man den Master Key nicht hat. Aber den haben wir uns ja extra geholt. So, ich werde mir auf jeden Fall den Trank hier hinnehmen. Weil der Boss, der wird gleich unsichtbar sein. Dann werde ich den anpieken. Dann werde ich mir den Pfeil nehmen. Und dann müssen wir den damit einfach nur noch treffen. Uah, drück mir die Daumen. Da ist der Bösewicht. So, da haben wir ihn schon mal. Ah, shit. Ich darf halt den entscheidenden Augenblick nicht verpassen, mich zu heilen. Wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal. Keine Risiken 3 Minuten vor Spielende. Wie gesagt, ich bin als Kind hier einmal so beschissen gestorben. Und da haben wir ihn. Yay! Auf, da ist noch so ein Haufen Staub von ihm über. Auf zur Princess. Ja, und hier, da bin ich reingelaufen. Yay! Thanks, Link! You are the high... Was? Hero of Hyrule. Und beide strecken sie ihr Triforce hoch. Finally, peace returns to Hyrule. This ends the story. Tja, so wurden damals Legenden geschaffen, sage ich euch. Den Abspann, den lasse ich auf jeden Fall noch laufen, weil das so eine coole Musik ist. Another quest will start from here. Dim, 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 dim. Okay, ich presse das Start-Button und wie ihr sehen könnt, Hype Hype 2, beides mal durchgespielt, ohne zu sterben. Dieses Mal muss ich sagen, relativ schlecht. Ich habe sehr häufig diesen Heiltrank benutzt, ich glaube 5 Mal insgesamt. 5? 3 oder 5 Mal? Bin mir gerade nicht ganz sicher, auf jeden Fall habe ich ihn oft benutzen müssen. Bei dem Run hier oben, beim letzten Mal, da war ich insgesamt, ich glaube, eine Dreiviertelstunde schneller. Hab mir auch das Schild nicht klauen lassen und hab nur einmal hier vorm Endkampf
so einen Trank schlucken müssen. Egal, nichtsdestotrotz, wir haben es mal wieder durchgespielt, wir haben es geschafft, den Super-Klassiker vom Nintendo Entertainment System damals, ich glaube 1989 kam das raus, oder 87, 86, weiß ich gar nicht so genau. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr schaut mal wieder rein, wenn es heißt Let's Play sonst was mit der Kotelettstanze. Bis dann.